Hier bin ich auf dem Frays-Parkplatz in der Einflugschneise von Las Vegas. Die Flieger, die ballern hier direkt übers Auto rüber. Das ist richtig geil. So, ich bin von meinem Shopping zurück. Folgendes ist es geworden. Es ist eine... Warte, ich mal einen Schatten, ist vielleicht besser, ne? Eine 3 TB Festplatte. Ich wollte ja nur eine 1 TB Festplatte. Die 1 TB Festplatten kosten von Toshiba zum Beispiel 59 US-Dollar. Warte mal, was kommt da denn angeflogen? Was ist das? Ach so, Hubschrauber. Kosten 59 Euro. Hatte ich erst in der Hand und dann gucke ich noch so ein bisschen. So, und dann habe ich noch Turo gesehen. Kenne ich nicht, ist kein Festplattenhersteller. Wird wahrscheinlich eine Markenfestplatte drin sein. Und das, die kostete, kann ich euch genau sagen, 78 Dollar, die ich im Internet gesehen habe, hatten sie nicht. 78 Dollar. Dann denke ich, warte mal, wenn eine 1 TB Festplatte, wenn ich dafür 59 US-Dollar auf den Tisch legen muss, ja, dann kann ich für 59, 69, 79, also für 19 Dollar mehr die dreifache Kapazität. Dann nehme ich mir eine große mit, eine Dreier, für 78 US-Dollar und in Summe, ich muss ein bisschen, hier vorne kommt wieder der Flieger angedonnert. Zeig ich das mal. Seht ihr den? Müsst ihr den gleich sehen können, oder? Da ist er. So. Der kommt da gleich hier so schräg rüber. Ja, die haben 2 verschiedene Landebahnen. Der nächste kommt direkt über uns rüber. Glaube ich. Der kommt direkt auf uns zu. Dann haben die einmal, fliegen sie so rechts über das Frays-Gebäude und einmal direkt fliegen sie über mich, ne? Rüber. Ne, der nächste kommt auch schon wieder so schief. Ne, der kommt direkt auf uns zu. Hm. Naja, jedenfalls bezahlt habe ich für das ganze Ding. Kann ich euch mal zeigen. Bezahlt habe ich für das ganze Teil. Das finde ich in Ordnung. Für eine 3 Terabyte 2,5 Zoll Festplatte. USB 3.0, 78 plus Steuern, 84 US-Dollar. Das 8,15 Steuern. Ja, will ich nachher mal testen. Und dann habe ich auch keine Speichersorgen mehr. Dann kann ich das auf die nächsten, dann kann ich das auf die nächsten Jahre oder die nächsten Male mitnehmen, die Festplatte. Ohne, weil 1 Terabyte ist dann doch zu wenig bei solchen Videomengen, ne, die ich hier so fabriziere. Insbesondere in 4K. Also meine Xiaomi Yi, die hier hängt, mit meiner Klemmhalterung. Und das Weiße sind diese Tempos, die ich da reingepackt habe, damit es nicht knarzt. Ah, da kommt auch schon wieder rechts. Scheiße. Hier. Der kommt auch schon wieder rechts reingehördelt. Seht ihr den? Warte mal. Wo ist er? Hinter dem Strauch. Müsste gleich sichtbar werden. Im Rückspiegel gefilmt. Aber ihn doch. Zack. Und weg ist er. Ich möchte mal, dass einer direkt über mich rüberfliegt, verdammte Axt. So wie es vorhin war, das war echt cool. Direkt hier vorne rüber gedonnert. Super. Und dann noch am besten so ein fetter, so ein Transatlantikflieger, so ein Monster, also ein Boeing 777 oder einen fetten Airbus, ne? Nicht diese kleinen Inlandjets, ne? Ja, also jedenfalls habe ich anstatt eine 1 TB eine 3 Terabyte genommen, weil eben nur 19 Dollar Unterschied waren. Da bin ich nochmal zu dem Verkäufer gegangen, sage ich, Turo kenne ich nicht. Was ist da der Unterschied? Zu den Markenplatten, die glaube ich den 3 Terabyte 119, normal kosten eine 3 Terabyte oder 109 Dollar. Wo ist da der Unterschied? Und dann sagt er, ja, das ist einfach nur Nebengehäuse, aber da sind Markenfestplatten drin und die sind auch, die Variante und die Marke ist auch nicht schlecht, insbesondere weil das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich sehr gut ist. Also dachte ich, alles klar, dann nehme ich die mit, ne? Also 59 zu 79. 78
klare Sache eigentlich, ne? Jo. So, ich sitze hier noch ein bisschen und warte noch auf die Flieger, die da kommen, aber ich glaube, da kommen gleich keine mehr. Das ist momentan hier Fliegerpause. Schade. Ich sehe nichts. Aber einen Augenblick bleibe ich noch stehen und sitze das hier aus. Oh, nimm mal meine Kappe ab, ich schwitze mich hier tot. Das wird hier richtig, richtig hot hier. Ihr seht das schon, ich bin schon wieder, ordentlich am Ölen hier. Ich würde hier auch gleich mal den Motor laufen lassen, dass hier ein bisschen Lüftung an ist. Ne? Boah, dass hier ein bisschen Kälte reinkommt. Ne? Alter. Mal ein Fenster zu machen. So, Parking, ja, ist gut. Dann lüften wir hier mal, machen wir das Auto mal kalt, ne? Ja, große Festplatte geschossen, jetzt habe ich erstmal keine Speichersorgen mehr. Alles gut. Alles gut, meine lieben Freunde. Keine Probleme soweit. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Sensationelles zu erzählen? Nee. Ich werde jetzt aber gleich über die Interstate zurückheizen. Mein Bäuchlein hält sich momentan noch so ein bisschen zurück. Alles gut. Und wenn das morgen mit meiner Abkacksituation besser wird, dann werde ich nochmal schön ins Valley fahren. Aber es ist schon fast ein bisschen grenzwertig warm. Ne? Aber es geht noch. Wir gehen morgen nochmal im Valley schön abschwitzen. So, mal gucken, ja. Geht ja gar nicht scharf. Ne? Ja, hallo? Ja. Nee, das will er nicht. Wenn ich zu dicht reingehe, dann mosert er rum. Ne? 90 Grad Fahrenheit, ne? Das haut auch hin, das stimmt auch. Wo ich vorhin gefahren bin, zeigt er auch 90 an. Also ordentlich. Wird langsam warm hier. Aber es ist nicht unangenehm, ne? So. Meine Lieben, ich horte gleich wieder zurück in Stratosphäre. Ich sehe schon wieder Lichter. Ich werde hier gleich nochmal versuchen, wie der reinkommt. Der kommt, glaube ich, direkt über uns rüber. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Da ist noch sehr weit weg. Ich möchte noch mal so einen schönen haben, der über uns rüber donnert. Ne? Und wie gesagt, dann werde ich über die Interstate nachher wieder zurückfahren. Und das mal live mitfilmen. Dann kommt der auch so schief. Kann ich noch nicht sagen. Ich werde den einfach mal anmachen. Ich möchte, dass jetzt einer direkt wieder über mein Auto rüberknallt. Ne? Ich glaube, der kommt auch schief, oder? Kommt auf uns zu. Vorhin war da an dem Baum. Ist aus der Entfernung ein bisschen schwierig zu sehen. Aber ich glaube, der kommt über uns rüber. Lass ich mal laufen. Dann lass ich mal laufen, meine lieben Freunde. Die Kamera an hier? Nee. Mach die Wohnung nochmal aus. Könnte auch was Größeres sein, was da von hinten angedonnert kommt. Ja, der kommt über uns rüber. Geil. Wunderbar. Schaut selbst. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich das Display nicht vernünftig. Oder? Naja. Hier bei den Bäumen. Da kann man das sehen. Seht ihr den? Könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ne, der kommt auch schief. Scheiße. Man weiß es nicht. Wir werden es gleich erleben, meine Liebe. Weit ist er nicht mehr weg. Ich werde ein bisschen reingezoomt halten. Ja, irgendwie so. Ja, Fräsparkplatz. Kühen schon. Ja, nee.
Gute Frage, meine lieben Freunde. Nee. Der benutzt auch wieder diese komische Landebahn. Nee, das ist Mist. Ja, dann kann ich auch gleich loshoppen, ne? Dann muss ich nicht noch länger warten. Ich sehe aber schon wieder ein Licht blitzen. So, vielleicht habe ich ja noch Glück. Einen Augenblick halte ich noch durch hier in der Hitze. So, tschüss. Vielleicht ist das auch ganz gut für mein Bäuchlein. Meine Lieben. Perle, ne? Bescheuert, ne?